wurde, wahrscheinlich um 1130. Kein Kind armer Eltern, sicherlich der Sohn eines angesehenen Handwerkers, eines Steinmetzes oder Bildhauers. Wahrscheinlich wuchs er dort auf, wo gerade Baugeschichte geschrieben wurde, in Saint-Denis im Norden von Paris. Und möglicherweise begegnet der kleine Wilhelm dort dem Abt der Benediktinerabtei von Saint-Denis, Suger, Regent Frankreichs neben dem König mächtigster Mann im Staate. Ein Mann mit Visionen und den Mitteln, sie umzusetzen. Er wird der Pionier eines neuen Baustils, der Gotik. Mehr als 750 Jahre später wird die letzte der gotischen Kathedralen fertiggestellt. Die drittgrößte Kirche der Welt, der Kölner Dom. 400.000 Kubikmeter umbauter Raum, 10.000 Quadratmeter Fensterfläche, ein Mittelschiff so hoch wie ein 15-stöckiges Wohnhaus. Zwischen der Grundsteinlegung und seiner Vollendung vergeht mehr als ein halbes Jahrtausend. Niemals ist an einem einzigen Gebäude so lange gebaut worden. Vielleicht ist der Hohe Dom zu Köln die gotischste aller Kathedralen. Berühmtestes Beispiel für einen Baustil, der plötzlich wie aus dem Nichts zu entstehen schien. Saint-Denis, 1137. Es ist Markttag. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Dazu viel fremdes Volk. Pilger, Krieger, zurückgekehrt aus der Fremde. Heerscharen von Handwerkern und Tagelöhnern, die Abt Sugers Ruf nach Saint-Denis folgen, eine neue Abteikirche zu errichten. Waren aus Fernost, Muster und Farben fremd und exotisch. Geschichten der Heimkehrer von fantastischen Städten, seltsamen Tieren und immerwährendem Sommer. Das ist Wilhelms Welt. Das nahe Paris ist die größte Stadt des Kontinents. Wilhelm, das Kind eines gut bezahlten Handwerkers, hautnah an den Männern, die hier in Saint-Denis etwas ganz Neues schaffen wollen. Etwas, das es so noch nie gab. Und vielleicht verdankt er diesem Trubel eine Begegnung, die ihm viel bedeuten wird. Eine Seite des Lebens, die Wilhelm nicht kennt. Hunger, Leben auf der Straße. Armut in Zeiten des Aufbruchs. Ein halbes Jahrhundert zuvor hatte Papst Urban II. Die Mächtigen seiner Kirche nach Clermont gerufen. Über 180 Kardinäle, Bischöfe und Äbte kommen in die französische Provinz. Urban macht diese Synode zum Instrument seiner Politik. Er will einen Zug der Christenheit nach Jerusalem. Er will die Befreiung des Heiligen Grabes von den muslimischen Sarazenen. Und er bekommt, was er will. Sein Aufruf verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Weitere Synoden in Tours und Rouen folgen. Eine gigantische Kriegsmaschinerie setzt sich unter Führung französischer und normannischer Adliger in Bewegung. Den Kämpfern für das Kreuz verspricht Papst Urban Ablass, die Erlassung der Strafen für ihre Sünden. Unter dem Motto »Gott will es« wird allen, die ins Heilige Land ziehen, ewiger Ruhm im Himmelreich versprochen. Zehntausende marschieren gen Osten. Im Juni 1099 erreicht das Heer der Kreuzfahrer Jerusalem. Seine Mauern gelten zwar als uneinnehmbar, doch sie fallen im Hagel der Katapulte. Die Sieger errichten Kreuzfahrerstaaten im Heiligen Land, die fast zwei Jahrhunderte Bestand haben sollten. Brückenköpfe der Christenheit in der Welt des Islam. Und trotz aller kriegerischer Auseinandersetzungen, in den Kreuzfahrerstaaten entsteht ein reger kultureller Austausch zwischen Christen, Juden und Muslimen. Der Islam hat sich die antike Philosophie von Christen ins Arabische übersetzen lassen. Jetzt lassen sich Christen
von Arabern die griechische Philosophie, insbesondere Aristoteles, ins Lateinische übersetzen und gewinnen damit einen ganz neuen Horizont und eine ganz neue Ausgangsebene für die Wissenschaft. Das ist der große Umbruch. Pierre, ein Kind ohne Vater. Tausende kehrten nie zurück aus dem Heiligen Land. Straßenkinder bevölkern die Gassen der Großstädte wie heute in den Slums Südamerikas. Doch Standesunterschiede sind für kleine Jungs wie Wilhelm und Pierre kein Thema, wenn etwas viel Wichtigeres lockt. Ein Stück Honigkuchen zum Beispiel. Bevor sich alles veränderte, baute man so, romanisch. Burgen Gottes, so groß wie möglich, wuchtig, aber gedrungen. Die Doppelkirche von Schwarz-Rheindorf bei Bonn gehört zu den bedeutendsten Kirchen der Romanik. Bemalt mit den Geschichten der Bibel. Ein Gotteshaus mit Bodenhaftung, menschlichem Maß entsprechend. Und wie die Burgen der Ritter waren die romanischen Kirchen bunt, angemalt in allen Farben. Die Romanik baut dicke Mauern. So dick, dass auch ein Tonnengewölbe getragen werden kann, aber dann wird es kompliziert. Jetzt geht die Gotik hin und sagt, nein, ich baue ein Strukturwerk. Ich schaue genau zu, wo die Kraftlinien verlaufen. Das fange ich auf durch ein architektonisches Strukturwerk, deswegen die Schwibbögen und so weiter, die Rippen. Und da kann ich die Wände überhaupt wegfallen lassen. Und ich lasse die Wände nicht nur wegfallen aus Baulust, aus Lust an riskanten Lösungen, sondern ich kann damit eine ganz neue Idee verwirklichen, nämlich die Hoffnung auf das himmlische Jerusalem. In der Apokalypse, der geheimen Offenbarung, die Stadt, die aus dem Himmel kommt, die Stadt aus Glas, mit goldenen Straßen, mit 12 Toren, in der Mitte der Altar, die Himmelsstadt, die himmlische Liturgie. Und für den mittelalterlichen Menschen ist dieses das Ziel des Lebens, das andere Leben, das Leben danach. Und das kann man auf Erden bereits anfanghaft darstellen, indem ich das himmlische Jerusalem imitiere, kopiere, im Vorhinein darstelle. Ich bin das Licht der Welt, so spricht Jesus im Neuen Testament. Für Abt Suger ist Licht gleichbedeutend mit der Gegenwart Gottes. Suger ist nicht nur Geldgeber, er war wohl auch maßgeblich an der Planung seiner Abteikirche Saint-Denis beteiligt. Edel erstrahlt das Werk. Doch das Werk, das edel erstrahlt, soll die Herzen erhellen, sodass sie durch wahre Lichter zum wahren Licht gelangen, wo Christus die wahre Tür ist. Worte Sugers. Ungehindert dringt das Licht ein, ausgerichtet auf den Altar, das Zentrum der Liturgie. Fenster, die alle bisherigen Dimensionen sprengen. Möglich durch ein neues statisches Prinzip. Es sind nicht die Mauern, die das Gewölbe tragen, sondern ein System von Pfeilern und besonders angeordneten Streben, Kreuzrippen genannt. Eine selbsttragende Konstruktion, die die schweren Mauern der Romanik überflüssig macht und Platz für riesige Fenster lässt. Für Mauern aus Glas. Die einzelnen Elemente dieser Architektur, Spitzbogen, Kreuzrippengewölbe, Bündel- und Strebepfeiler, all das kannte man schon zuvor. Doch im Chor von Saint-Denis kommen alle Techniken und Formen zusammen, wie Musikinstrumente in einem Konzert. Aus der Kombination des Alten entsteht etwas ganz Neues, die Gotik. Als mich einmal aus Liebe zum Schmuck des Gotteshauses die vielfarbige Schönheit der Steine von der äußeren Sorge ablenkte, da glaubte ich mich zu sehen, wie ich in irgendeine Region außerhalb des Erdkreises zu jener höheren, in hinaufführender Weise hinübergetragen werden könne. Worte Sugers. Wenn die Sonne aufgeht, je heller sie aufgeht, desto mehr Farben erscheinen.
Und jetzt sagen die Gotiker, wenn ich Glas nehme, Buntglas, ist das eigentlich dreckiges Glas. Sagt man im Englischen noch stained glass, beflecktes Glas. Halte ich aber beflecktes Glas gegen das Licht, dann ist es das große Wunder. Und dieses Wunder wird sich ereignen, wenn Gottes Kraft und Lichtherrlichkeit am Ende der Tage durchscheint, die ganze Welt durchleuchtet. Selbst mein korrupter, verdorbener, verwester Leib wird leuchten in Herrlichkeit, in Gold und Glanz. Die ganze Welt wird verwandelt. Sie wird leuchten in Herrlichkeit, in Gold und Glanz. Dafür bauen wir jetzt ein erstes Zeichen. So wird es werden. Das ist die Idee der Gotik. Der Baumeister von Saint-Denis. Seinen Namen kennen wir nicht, aber wir wissen, dass er mehr war als nur Architekt. Er war Bauleiter, Ingenieur, Statiker, Erfinder neuer Baumaschinen, ein Universalgenie. Und das alles erlernt man nicht in wenigen Jahren Lehre. Dafür braucht es ein halbes Leben. Und genau wie er selbst einst, wird der kleine Wilhelm schon von Kindesbeinen an in die Welt der Bauhütte eingeführt. Im 12. Jahrhundert gibt es keine Bautechnik, auf die man beliebig zurückgreifen kann. Jede Konstruktion muss maßgeschneidert werden. Noch steht der Bau der Abteikirche am Anfang. Die Hebekräne sind Neukonstruktionen. Sie müssen sich im Baubetrieb bewähren. Ohne TÜV-Abnahme und Sicherheitskontrolle. Geräte, die Tonnen bewegen, deren Funktionstüchtigkeit jedoch allein auf der Erfahrung und Sorgfalt ihrer Erbauer beruht. Und der Umsicht desjenigen, der sie bedient. Wer eine Kathedrale bauen will, muss buchstäblich ein Gebirge versetzen. Hunderttausende von Steinen müssen über Kilometer bewegt werden. Sie können über 100 Kilogramm wiegen und kaum von zwei Männern getragen werden. Auch Pilger werden als Steineträger eingespannt, für Gotteslob. Die Arbeit für einen Kirchenbau gilt als Ablass. Sie verringert die Sündenstrafen, die Zeit im höllischen Fegefeuer. Und inmitten der riesigen Baustelle Kinder. Für Pierre ist der Steinbruch die Chance, etwas zu essen zu bekommen und ab und zu eine kleine Münze. Das ist besser als Betteln und Stehlen und die ständige Angst, erwischt zu werden. Niemals zuvor im Mittelalter hatte ein einziges Bauwerk so viele Menschen beschäftigt wie eine Kathedrale. Mehr als 250 Menschen arbeiten allein im Steinbruch für den Bau von Saint-Denis. Die meisten sind Tagelöhner, Ungelernte, die Ärmsten. Dazu eine Handvoll Frauen und Kinder. Sie alle haben dank der Kathedrale ihr Auskommen. Ihr Überleben ist gesichert. Und das ein halbes Jahrhundert lang. Der Bau jeder einzelnen gotischen Kathedrale ist ein gigantisches Wirtschaftsförderungsprojekt für die Region. Er schafft Arbeit und fördert die technische Entwicklung. Unter der Regie des Baumeisters bearbeiten mehr als 50 Steinmetze die täglich gebrochenen Steine. Diese Quader werden bereits im Steinbruch behauen und geglättet. Bezahlt werden die Steinmetze nach Stückzahl. Und mittendrin zwei kleine Jungs, selbstvergessen zwischen steilen Felswänden, Geröll, riesigen Transportkränen. Auf einer gefährlichen Baustelle. Hinter dem scheinbar wirren Durcheinander steckt eine präzise Organisation. Der Baumeister und sein erster Steinmetz wissen buchstäblich um jeden Stein. Jeder Quader wird bereits im Bruch für seine spätere Einbringung in das Bauwerk markiert. Pierre und Wilhelm, sie sind die kleinsten Rädchen in einer riesigen Maschinerie, in der Menschen sich placken und nicht selten ihr Leben riskieren. Die Pyramiden, unvorstellbar, wie die zustande gekommen sind,
haben die Aufgabe, den beerdigten Pharao am Leben zu halten. Also um über den Tod hinauszukommen, macht der Mensch schier Unmögliches. Wenn man hier durch Norddeutschland fährt, diese Megalithgräber. Also Steine, 3, 5, 10 Meter lang, 2 Meter dick, 100 Meter lang zusammengekarrt. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie die Menschen das gemacht haben. Das Grab zum Überleben. Und das himmlische Jerusalem als Ausdruck, das ist deine Heimat. Da wirst du überleben. Das stellst du jetzt dar. Das ist die ungeheure Kraft, die hinter diesen Kirchbauten dahinter steht. Gleiches mit Gleichem vergelten. Auge um Auge, Zahn um Zahn. So straft man im Mittelalter. Aber so belohnt man auch. Pierre rettet Wilhelm das Leben. Für einen Straßenjungen die Chance für den gesellschaftlichen Aufstieg. Er wird von nun an Wilhelms Gefährte. Die Lebenserwartung damals ist unter 30 Jahren. Es ist eine junge Welt. Die Menschen, die alt werden, haben natürlich Chancen, in die Geschichte einzugehen. Die 60, 70, 80-Jährigen, weil sie so lange regieren, Karl der Große zum Beispiel. Dadurch, dass es eine junge Welt ist, werden Kinder wie selbstverständlich mit in die Arbeit hineinbezogen. Man hat früher die These vertreten, die Kinder seien wie Erwachsene behandelt worden. Das stimmt nicht. Wir haben genug Kinderspielzeug. Das Steckenpferd, die Windrädchen, die Rasseln, Kinderspiele. Also man hat ein Bewusstsein von Kindheit gehabt. Die Kindheit geht bis zum 7. Lebensjahr. Von da an wird das Kind in den Arbeitsprozess eingeordnet. Also Dürer ist, glaube ich, mit 7 Jahren in die Werkstatt gekommen. Dann macht er kindliche Arbeiten. Ich komme aus einer dörflichen Welt, in der Kinderarbeit selbstverständlich war. Wenn mein Vater handwerkerte, dann musste ich ihm angeben, Hammer, Nagel, Kneifzange und so weiter, damit er nicht lange suchen musste. Solche Arbeiten, die wurden getan. Es ist eine kurze Kindheit in einem kurzen Leben. Aber sie sind privilegiert. In der Welt des Kathedralenbaus gehören Wilhelm und Pierre zur kommenden Elite. Unter den Fittichen vom Vater, dem ersten Steinmetz und vom Baumeister selbst werden sie nach Jahren feierlich in den Bund der Steinmetze aufgenommen. Sie sind jetzt beide 12 Jahre alt, angehende Gesellen einer Handwerkergruppe, die zur angesehensten ihrer Zeit gehört. Vieles haben sie bereits gelernt, aufgeschnappt. Jetzt stehen sie an der Schwelle eines neuen Abschnitts. Jetzt gehören sie zu denen, die das Wunder des Kathedralenbaus überhaupt ermöglichen. Es gibt keine Überlieferungen darüber, was genau am Tag ihrer Aufnahme mit ihnen geschah, wie ein solches Ritual sich vollzog. Aber wie alle Rituale dieser Art wird es geheim, sehr feierlich, aber auch ein wenig furchteinflößend für die Jungen gewesen sein. 2 Dinge werden sie von nun an niemals vergessen. Diesen Tag und das Gebot des Stillschweigens gegenüber Außenstehenden. Die geschlossene Handwerkergesellschaft ist richtig und zugleich eine Fiktion. Es trifft jede zunftartige Organisation im Mittelalter. Ein Bäcker durfte einem Nichtbäcker nicht verraten, wie man Brot bäckt. Und genauso wenig durfte ein Steinmetz einem Nicht-Steinmetz zeigen, wie man Stein bearbeitet. Das war der Berufsschutz, den hatten sie alle. Und die hatten genauso die überregionalen Steinmetzverbände. Wie alle anderen Handwerker auch. Aber untereinander war es eine ganz offene Gesellschaft. Saint-Denis war damals keine Kathedrale, kein Bischofssitz, sondern Kirche der Abtei Saint-Denis. Doch ihr Abt Suger ist einflussreicher als jeder andere Kirchenmann im Land. Und das sieht man seiner Kirche an. Das Volk nennt ihn Vater des Vaterlandes. Er saniert die Finanzen, fördert Ackerbau, Handel und Gewerbe. Als Regent Frankreichs führt er während der Kreuzzüge für König Ludwig VII. Die Staatsgeschäfte. Saint-Denis wird zum Symbol für das erstarkte Königtum in Frankreich.
1151 stirbt Abzuge. Zu früh, um die Vollendung des schönsten seiner Werke zu bewundern. Für das französische Königtum ist Saint-Denis so etwas wie eine heilige Gralskirche. In ihren Katakomben und Hallen ruhen seit dem 7. Jahrhundert die Könige Frankreichs. Doch das Grab des Mannes, der Generationen von Herrschern eine Heimstatt für die Ewigkeit erbaute, sucht man heute vergebens. Das aufgebrachte Volk hatte während der Französischen Revolution die Königsgräber verwüstet, die Gebeine verstreut. Darunter auch die Sugers. Ludwig XVI. Und Marie Antoinette. Hinter ihren Statuen lag dereinst das Grab des großen Abtes. Seine Abteikirche liefert die Initialzündung für einen bauhistorisch einzigartigen Siegeszug. In der Region rund um Paris werden in den nächsten drei Generationen mehr als 20 Großkirchen entstehen. Ein goldenes Zeitalter. Keine Kriege, keine Seuchen, reiche Ernten. Frankreich hat mehr als 15 Millionen Einwohner. Davon arbeiten Zehntausende am Wunder der Gotik. Ein Heer von Namenlosen. Und nur ganz wenige werden einen Platz in der Geschichte einnehmen. Mehr als 1,5 Jahrzehnte sind seit dem Moment ihrer ersten Begegnung vergangen. Glückliche Umstände machten sie zu ebenbürtigen Freunden. 15 Jahre lang lernten sie Seite an Seite, was ihnen die Meister in Saint-Denis beibringen konnten. Wilhelm und sein Freund Pierre sind nun vollwertige Gesellen. Wie Generationen von Handwerkern bis zum heutigen Tage gehen sie auf Wanderschaft. Wilhelms Reise ist zwar nicht historisch belegt, aber in der damaligen Zeit sehr wahrscheinlich. Im Winter herrscht Baustopp in Saint-Denis, wie an allen Baustellen. Frost lässt den Speis gefrieren, die Mauerfugen würden platzen. Herbst und Winter sind die Zeiten der Wanderschaft. Das Ziel der Gruppe ist Saint. Dort entsteht die erste gotische Kathedrale der Welt, denn im Gegensatz zur Abtei Saint-Denis ist Saint ein Bischofssitz. Saint liegt 130 Kilometer von Saint-Denis entfernt. 2 Autostunden heute, 4 Tage Fußmarsch vor 800 Jahren. Saint-Étienne in Saint, die erste Kathedrale der Gotik. Sitz von Bischof Henri Sanglier. Ein enger Freund Sugers und wie er begeistert von dem neuen Baustil. Der Name seines ersten Baumeisters hingegen ist unbekannt. Sicherlich ist er nicht mehr ganz jung. Es braucht einen Mann von Erfahrung für ein so überaus ehrgeiziges Projekt. Baumeister zu sein ist ein harter Job. Die Verantwortung, immer im Einsatz bei Hitze und Kälte. Die Tage auf der Baustelle sind lang, die Nächte kurz. Für Wilhelm und Pierre ist der Architekt von Saint der denkbar beste Lehrmeister. Für den Herrn der Bauhütte mit ihren mehr als 500 Mitarbeitern bedeutet die Ankunft der beiden jungen Handwerker die Chance auf Entlastung, möglicherweise sogar auf einen Nachfolger. Eine Kathedrale zu bauen ist mehr als nur Steine aufeinander zu setzen. Das Wichtigste für die angehenden Baumeister ist das Konzept der Konstruktion, die Einschätzung der Kräfte, die auf den einzelnen Bauteilen lasten. Und es gibt keine Mathematik der Statik, keine Basisberechnungen, auf die sich der Architekt stützen kann. Die einzige Möglichkeit für diese Pioniere der Gotik ist der Versuch oder die Vermittlung von Wissen durch einen erfahrenen Baumeister. Thank you.
Das Urmaß, das Maß der Dinge, der maßstabsgerechte Aufriss des Bauwerkes. So aufwendig das Bauvorhaben, so relativ einfach der Plan. Er ist in Lehm geritzt, gebrannt, allen Handwerkern zugänglich. Er zeigt dem Betrachter Ort, Lage und Zahl, die Größe und vor allem die Proportion aller Dinge. Gotische Kathedralen haben keine dicken Mauern. Ihre Steinstreben, Gewölbe und Pfeiler tragen sich sozusagen selbst. Die Stabilität dieses Bauskeletts ist die größte Herausforderung für den Meister. Durch die im Vergleich zu den romanischen Bauten filigrane, massearme Bauweise der Gotik lasten auf den Säulen enorme Querkräfte. Wie Tischbeine unter einer Tonnenlast würden sie seitlich einfach wegbrechen. Diese Schubkraft muss aufgefangen werden. Das geschieht mit Hilfe der Strebepfeiler, die seitlich vom Baukörper auf eigenen Fundamenten ruhen. Sie leiten die Schubkräfte ab. Sie sind kein Zierwerk, sondern elementare Stütze des Baus. Treten Risse auf, muss das Strebewerk verstärkt werden. Es sind die Mauern, Streben, steinernen Brücken, diese filigrane Architektur, die so typisch ist für die Kathedralen der französischen Gotik. Praktisch jedes Element des Baukörpers ist tragend. Ein Fehler, eine Fehleinschätzung der Schubkräfte, kann fatale, geradezu katastrophale Folgen haben. Sens im Sommer 1156. Für Pierres Frau Jeanne längst Routine, der morgendliche Besuch der Dombaustelle. Die Bauhütte beschäftigt die erfahrensten Handwerker der Region. Schmiede, Schreiner, Steinmetze, Maurer, Bildhauer. Mehr als 150 gelernte Handwerker. Dazu hunderte von Handlangern. In den vergangenen 4 Jahren hat Wilhelm das Vertrauen des Baumeisters gewonnen. Er vertritt den zunehmend hinfälliger werdenden Mann. Wilhelm zur Seite, Pierre als erster Steinmetzmeister. Für Wilhelm und Pierre das wichtigste Gesprächsthema überhaupt, die Statik. Es ist ihr Ehrgeiz, immer höher, immer schlanker zu bauen. Pfeiler und Strebewerk so schlank wie nur möglich zu konstruieren. Doch wo liegt die Grenze? Diese Pioniere wussten es nicht, konnten es nur vermuten. Das große Ganze ist den meisten Arbeitern der Bauhütte zu kompliziert. Es ist gar nicht so einfach, in einer vielleicht 10.000 Seelenstadt wie Sens genügend tüchtige Hilfskräfte und Handlanger zu finden. Neben den Handwerkern werden mehr als 300 Männer, Frauen und auch Kinder benötigt, die angelernt werden müssen. Als Handwerkertochter ist Jeanne mit vielen Gewerken der Großbaustelle vertraut. Selbst wie man den Speis richtig anmischt, weiß sie. Eine Arbeit, die nicht selten von Frauen ausgeführt wird. Es ist die Bevölkerung eines großen mittelalterlichen Dorfes, die im Herzen der Stadt den Traum ihres Bischofs verwirklicht. Allein für das Gerüstholz, das den Chor der wachsenden Kathedrale ummantelt, musste ein ganzer Wald gefällt werden. Wilhelm ist der Motor und der Kopf des Baus. Auf ihm lastet die Verantwortung für das ganze Unternehmen. Bislang hat es noch nicht einen ernsthaften Arbeitsunfall auf seiner Baustelle gegeben und Wilhelm tut alles, damit es so bleibt. Die ganze Aufmerksamkeit gilt dem neu eingebrachten Strebewerk. Es ist schlanker als geplant. Wird es dem Druck der Seitenkräfte standhalten? Da man nicht statische Berechnungen führen konnte,
ganz lang bis ins 19. Jahrhundert hinein, war man auf eine Entwicklung angewiesen. Das heißt, natürlich wollte man immer höher und schlanker. Und dann hat man gewisserweise bei jedem Bau die Grenzen erweitert, so lange, bis es schief ging. Schließlich haben wir nur die Bauten, die stehen geblieben sind. Die eingestürzt sind, sind eben nicht mehr da. Und die gab es natürlich auch. Baumeister, die Grenze überschritten haben. Und dann haben alle anderen gelernt, da ist die Grenze, so geht es nicht. Da müssen wir zurückbleiben oder es etwas anderes probieren. Aber es war immer ein Ausprobieren. Ein einzelner Strebepfeiler ist gerissen. Tonnen von Stein, die aus fast 20 Meter Höhe die Holzgerüste durchbrechen. Eine Lawine aus Holz und Stein in einer Wolke aus Staub. Pierre und ein Arbeiter wurden von Steinbrocken getroffen. Pierres Unterschenkel ist gebrochen, doch Gott sei Dank, niemand wurde lebensgefährlich verletzt. Ein Fehler Wilhelms, der tödlich hätte enden können. Ich habe mich sehr viel mit Baurechnungen mittelalterlicher Baustellen beschäftigt und ich fand in keiner dieser Rechnungen einen Todesfall. Steinmetze waren viel zu kostbar. Man war dankbar, dass man die hat. Die durften gar nicht reihenweise von den Gerüsten fallen. Das heißt, die Arbeitsbedingungen mussten möglichst gut sein. Also es gab mal einen Steinmetz, der den Finger zerknitzt, also zerknitzet heißt das, vermutlich gebrochen oder geprellt. Und da wurde die Beginete zahlt, das heißt die Pflegerin, die ihn wieder repariert. Insofern weiß ich, dass alle solche Arbeitsunfälle auch in den Rechnungen erscheinen. Und die gab es nicht massenweise. Steinmetze der Dombauhütte in Köln. Heute, knapp 1,5 Jahrhunderte nach Vollendung des Hohen Doms zu Köln, sind ständig 60 Handwerker damit beschäftigt, das zu erhalten, was Generationen von Menschen vor ihnen geschaffen haben. Es ist die säurehaltige Luft des Fortschritts, die dem Dom zu schaffen macht. Sie frisst ihn auf, unmerklich, aber unaufhaltsam. Stück für Stück wird das Außenkleid des Domes erneuert. Maßwerk, Strebewerk, Ornamente aus Stein. Dabei hat sich die Technik der Ausführung in den Jahrhunderten nur wenig verändert. Diese Männer sind Glieder einer Kette, die bis in das 12. Jahrhundert reicht. Seitdem hat jede Generation ein wenig dazugelernt. Gleichgültig ob Handwerk, Technik oder Organisation. Und niemand, vom Steinmetz, Schreiner, Bildhauer bis zum Baumeister, hat seine Erfahrungen und Erkenntnisse eifersüchtig für sich behalten. Er hat sie verbreitet. Niemals Außenstehenden, immer innerhalb seines Gewerks. Wissenstransfer im Mittelalter mit einer ungeheuren Dynamik. Was auch erstaunlich ist und höchst bewundernswert, dass diese Baumeistergeneration des hohen Mittelalters A, international und B, wie wir heute sagen würden, ganz eng vernetzt war. Das heißt, eine Fond oder eine Technik, die im Herzen Frankreichs entwickelt wurde, war weniger Jahre später auch schon im Osten des Deutschen Reiches bekannt. Das heißt, es gab gerade nicht das Abschotten, sondern gerade die Steinmetze bewegten sich ja europaweit sehr flexibel. Das hat mit der Hüttenstruktur zu tun. Und innerhalb der Steinmetze, innerhalb der, die dazugehörten, wurde das Wissen ganz rasch verbreitet und weitergegeben. Keine Chronik berichtet, wann und wohin sich Wilhelm von Saint auf die Reise begeben hat. Dass er es tat, ist indessen unbestritten. Hunderte von Handwerkern und angehenden Baumeistern sind auf der Suche nach neuen Erfahrungen, Techniken oder besserer Bezahlung. Diese Wanderschaften sind der Motor des Fortschritts. Jeder Einzelne trägt sein Wissen weiter. Es ist wie ein Staffellauf gotischer Baukunst. Und immer wieder begegnen sie Pilgern.
Pilgerschaft ist die Massenbewegung des Mittelalters. Die Gläubigen ziehen von Polen bis zum Grab des heiligen Jakob im spanischen Santiago de Compostela. Das sind 3000 Kilometer, eine Wanderung von 3 Monaten. Viele kehren niemals zurück, sterben an Erschöpfung, an Krankheit oder werden ausgeraubt. Überfälle sind die allgegenwärtige Gefahr für alle Reisenden. Und trotzdem nehmen die Menschen damals dieses Risiko auf sich. Aus Hoffnung auf das Wunder einer Heilung oder aus Angst vor Höllenqualen. Das ist das, was zur Zeit der Gotik alle eint. Die Frömmigkeit der Menschen. Wenn Sie denken, dass die Städte darauf verzichtet haben, Todesurteile zu vollziehen, sondern die Leute auf die Pilgerschaft geschickt haben, dann können Sie es begreifen. Die Pilgerschaft ist in schweren Kriminalfällen der Ersatz für die Tötung, für die Hinrichtung. Das ist eine Lebenschance, eine Eröffnung. Tu das, mach dich auf den Weg, bring das Zertifikat aus Santiago mit und zeige es in Köln vor. Das kann man gut begreifen, denke ich. Also es gibt einen wunderbaren Bericht, so visionär, ein Bäuerchen in Schleswig-Holstein fällt irgendwann nach 1100 in eine Art Trance und berichtet dann einen Kriminalfall aus seinem Dorf, dass jemand ein Kind getötet hat und die Leute verurteilen jetzt den Mörder nicht zum Tode, sondern sagen, geh nach Compostela. Und dann geht er auch nach Compostela. Das kann man gut verstehen, der rettet dadurch sein Leben. Edelsteine, Gold und Silber, das Kostbarste für das Heilige. Die Kettenglieder, die Petrus an die Mauer seines römischen Kerkers fesselten. Reliquien, Gegenstände, die Heiligen zugesprochen wurden oder gar ihre sterblichen Überreste. Das Kopfreliquiar des Märtyrers Gregor von Spoleto. Die lebensgroße Büste enthält eine Handvoll Knochen dieses Heiligen. Reliquien sind dem mittelalterlichen Menschen das wertvollste Gut. Für sie bricht er Kriege vom Zaum, stiehlt und tötet er. Ihnen nah zu sein, bedeutet dem mittelalterlichen Menschen, Gott nahe zu sein. Wenn ich also zum Märtyrergrab hingehe, den Leib berühre, dann berühre ich die Seele des Heiligen, der Heiligen im Himmel, und die stehen natürlich direkt bei Gott. Also über dem Märtyrergrab ist der Himmel offen. Wenn Sie Barockkunst studieren oder bayerische Kirchen besuchen oder österreichische, der aufgerissene Himmel, ganz oben Gott Vater, darunter Jesus Christus mit dem Kreuz, dann Maria und dann der Ortsheilige. Wenn du hier sein Grab berührst, an seinem Grab stehst, dann berührst du seine Seele und er spricht für dich bei Gott. Das ist also die Reliquienverehrung. Köln, 1164. Der Erzkanzler von Italien und Erzbischof von Köln, Reinald von Dassel. Mehr Krieger als Kirchenmann bringt er seiner Stadt das kostbarste Gut ihrer Geschichte. Die Gebeine der heiligen drei Könige. Sie sind der Lohn Kaiser Barbarossas für die Gefolgschaft seines Getreuen. Sie gehören zu den bedeutendsten Reliquien der damaligen Welt. Ein Schatz von unvorstellbarer Heilsmacht. Denn diese Heiligen hatten als Erste dem Jesuskind gehuldigt. So die Weihnachtsgeschichte. Sie werden im Laufe der Jahrhunderte Millionen von Pilgern nach Köln locken. Für sie wird man 100 Jahre später eine eigene Kathedrale bauen. Aber noch ist es nicht so weit. Ungefähr zur selben Zeit erlebt Wilhelm eine traurige Wiederkehr. Der alte Baumeister ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Keine historische Szene, aber ganz typisch für diese Zeit. Der Baumeister gehört zu den wohlhabendsten Bürgern und Gicht ist die Krankheit der Reichen. Dazu unermüdliche Arbeit in zugigen Stuben, auf wackligen Gerüsten, bei Wind und Wetter. Viele Baumeister sterben in ihren frühen 50ern. Von nun an ist Wilhelm uneingeschränkter Herr seiner Bauhütte.
1168. Nach fast 25-jähriger Bauzeit wird der Chor der Kathedrale vollendet. Damit ist Sens die erste gotische Kathedrale überhaupt und Wilhelm ist der Architekt, der sie maßgeblich geprägt hat. Als einer der Pioniere der Gotik wird er weit über Frankreichs Grenzen hinaus bekannt. Heute sieht der Innenraum der Kathedrale ganz anders aus als zu Wilhelms Zeiten. Quer- und Langhaus, eine Reise durch 300 Jahre Baugeschichte. Sens vereint alle Phasen der Gotik. Der frühgotische Chor, hochgotische Pfeiler, das spätgotische Quer- und Langhaus. Über 10 Generationen von Baumeistern, Handwerkern, Tausende von Männern und auch Frauen haben diese Kathedrale geschaffen. Seit fast 900 Jahren unverändert. Der älteste Teil der Kathedrale von Sens, der Chor, Wilhelms Werk. Canterbury, 1175. Es kam unter den Kunstfertigen einer aus Sens, Wilhelm mit Namen, ein ausgesprochen tüchtiger Mann, in Holz und Stein ein sehr geschickter Kunstfertiger. Diesen nahmen sie wegen der Lebhaftigkeit der Erfindungsgabe und wegen des guten Rufes in das Werk auf. Es ist unser Wilhelm, von dem der Mönch Gervasius berichtet. Sein Ruf als genialer Architekt geht weit über Frankreichs Grenzen hinaus. Ein Brand hat die Kirche von Canterbury zerstört und das Domkapitel lädt Wilhelm nach England ein. Schon damals gab es Ausschreibungen für Bauwerke und Wilhelm gewinnt sie. Mit ihm kommt die Gotik auf die britische Insel. Die Kathedrale von Canterbury im Süden Englands, gekrönt von Bell Harry, dem 75 Meter hohen Glockenturm des mächtigen Bauwerkes. Unübersehbar eine architektonische Verbeugung vor den Pionierbauten der französischen Gotik, Saint-Denis und Sens. Die schweren Steinquader für seine Kathedrale lässt Wilhelm aus dem französischen Caen kommen. In Südengland findet er kein geeignetes Material. Die Brandruine des alten Chores lässt er abreißen und die Steine wiederverwenden. Aber für den geplanten Monumentalbau der neuen Kathedrale reichen sie bei weitem nicht aus. In Canterbury wird der Baumeister auch zum Ingenieur. Alle Maschinen wie Kräne und Winden entwickelt Wilhelm selbst. Die Bauarbeiten schreiten in einer bislang nie erreichten Geschwindigkeit voran. Bereits 1178, nur 3 Jahre nach dem Baubeginn, ist die Ummauerung des Chores abgeschlossen. Es scheint, als läge der besondere Segen Gottes auf dem Werk des großen Architekten aus Frankreich. Doch das Glück und der Erfolg sind trügerisch. Das große Vierungsgerüst, dort, wo der Chor auf das Langhaus trifft. In den vergangenen Monaten war Wilhelm wohl schon dutzende Male auf die oberste Plattform der schwindelerregenden Holzkonstruktion geklettert. Baumeisterroutine. Mittlerweile ragen die Mauern des Chores knapp 30 Meter in den Himmel. Regelmäßig prüft Wilhelm mit einem Lot, ob die Mauern gerade hochgezogen wurden, so auch an diesem Abend. Trotz des rasanten Baufortschritts ist die Arbeit seiner Steinmetze und Maurer akkurat. Und doch ist es Pfusch, der Wilhelm zum Verhängnis werden soll. Es geschah genau hier im Chor von Canterbury. Damals verband das Vierungsgerüst die Außenmauern des Chores. Ein ungebremster Sturz aus 30 Metern. Dieses Chorgewölbe ist allein sein Werk. Überall sieht man die Handschrift des Meisters.
Doch auf der Insel wagt Wilhelm noch mehr als im heimischen Sens. Alles ist höher, himmelsstrebender, luftiger und weiter als die Großkirchen der frühen Gotik. In Canterbury vollzieht sich der nächste Schritt zur Hochgotik. Die Kathedrale von Canterbury ist eines der eindrucksvollsten Bauwerke Englands. Vierhundert Jahre später wird sich Heinrich VIII. Von der katholischen Kirche lossagen. Er wählt Canterbury als seinen Vatikan, als Sitz des Primate of All England, des höchsten Geistlichen der Insel, des Bischofs von Canterbury. Sturz aus 30 Metern Höhe. Wilhelm überlebt, doch er wird niemals wieder ein Gerüst erklimmen können. Sein Rückgrat ist gebrochen. Aber weil doch der Winter bevorstand und es nötig war, das obere Gewölbe zu vollenden, übergab er einem fleißigen und klugen Mönch die Vollendung des Werkes. Der Meister jedoch, der im Bett da niederlag, ordnete an, was später gemacht werden musste. Wilhelm von Sens, der als Schwerbehinderter, würden wir ja es heute nennen, dennoch die Baustelle leitet, ist natürlich ein hoch zu bewundernder Mann. Es gilt sicher auch für einige andere, denn klar ist, die haben alle gearbeitet, bis sie tot sind. In meinen ganzen Studien gab es nicht sowas wie eine Pensionierung. Sei denn, es hat jemand gewaltige Fehler gemacht, der wurde aus dem Amt entfernt. Die anderen haben gearbeitet, bis sie umgefallen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch mancher dabei war, der körperlich das gar nicht mehr so konnte. Aber solange er es geistig noch konnte, das war ja das Wichtigste. Denn Wilhelm von Sens hatte den Plan von Canterbury im Kopf. Als der Meister im Frühjahr spürte, dass er durch keine Kunst der Ärzte geheilt werden könnte, kündigte er das Werk auf und kehrte über das Meer nach Frankreich zurück. Hier endet die einzige Chronik eines Baumeisters der Gotik. Von eigenen Kindern Wilhelms berichtet sie nichts. Doch vielleicht findet der große Baumeister einen begabten Jungen, der ihm nachfolgt, so wie er einst seinem Vater. Ein Junge namens Villard, wie Wilhelm eine historische Persönlichkeit. Und ihr werdet die Fertigkeit des Zeichnens finden, die Grundzüge, wie die Kunstfertigkeit der Geometrie sie verlangt und lehrt. Worte Villards de Honnecourt, der der Nachwelt seine Sammlung von Bauzeichnungen und Skizzen hinterlässt. Es ist eine der ganz wenigen Quellen für die zeichnerische Umsetzung architektonischer Ideen. Vielleicht das einzige Zeitfenster in die Bauwelt der Gotik. Vom Kind zum Mann. Villard, einer der bekanntesten Vertreter der nächsten Generation gotischer Architekten. Seine Gesellenwanderschaft führt zu den vielen Großbaustellen Europas, schließlich auch nach Chartres. Hier zeichnet er das Rosettenfenster der Westfassade ab. Der Beleg dafür, dass Villard tatsächlich in Chartres gelebt und gewirkt hat. Es gibt schon einige Unterschiede zwischen der Zeichnung der Fensterrose im Buch von Villard de Honnecourt und der Rose, die er bei seinem Besuch in Chartres gesehen hat. So ein Skizzenbuch muss man als Dokument seiner Zeit betrachten. Es war mehr ein Notizbuch, ein Sammelsurium von Ideen für zukünftige Projekte. Ideen, die ihm bei seinen Reisen zwischen den verschiedenen Kathedralen in Frankreich gekommen sind.
Es war sein persönliches Skizzenbuch. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Zeichnung eher eine von Chartres inspirierte Rose darstellt als ein exaktes Abbild. Seit über 40 Jahren wacht der Nordturm der romanischen Kathedrale über das französische Städtchen Chartres. Ein heiterer, lauer Frühsommertag. Doch dann öffnen sich die Pforten der Hölle. Niemand weiß heute, wie es zu dem Brand kam. Holz zu nah an der Kochstelle gelagert. Ein abgebranntes Talglicht, falscher Zug in einem Backofen. Es gibt 1000 Möglichkeiten für das Entstehen eines Brandes im Mittelalter. Das Feuer verbreitet sich rasend schnell. Fast alle Häuser sind aus Holz, es hat seit Wochen nicht geregnet. Die engen Gassen sind Todesfallen. Der giftige Rauch zieht wie ein heißer Sturm durch das Städtchen. 2-3 Atemzüge sind bereits tödlich. Viele flüchten in Richtung Kirchplatz. Instinktiv suchen sie Schutz bei Maria, der Mutter Gottes. Die Tunika, die sie bei der Geburt Jesu trug, ist die wichtigste Reliquie der Kathedrale. Doch dann greift das Feuer auf den romanischen Dom über. Ein Chronist. Am 11. Juni 1194 wurde die damals bestehende Kathedrale von einem außerordentlichen und beklagenswerten Brand derart verwüstet, dass die Mauern wankten, dann zerbarsten. Doch wie durch ein Wunder bleibt die Tunika unversehrt. Dinge, die Heiligen gehört haben, oder antik gesprochen, die Göttern zugehören, die brennen nicht. Ganz seltsam. Also ein Altartuch, das brennt nicht. In Cluny hat man keine Feuerwehr im Kloster, aber überall Altartücher liegen, die hält man dem Feuer entgegen, dann erlischt es. Also die Abtei Deutz brennt ab. Das wird eigens berichtet, ein Altartuch an einer langen Latte dämmt das Feuer ein. Das ist natürlich für uns zum Lachen, können wir nicht verstehen. Das ist uralte internationale Religion und lebt im Christentum weiter. Eine so bedeutsame Reliquie wie das Hemd Mariens brennt nicht. Die Dornenkrone Jesu brennt nicht, wenn man sie hat. Noch tagelang hängen schwere Rauchwolken über der Stadt. Doch als der Himmel aufklart, zeigt sich, die Grundmauern der Kathedrale stehen noch. Stein brennt nicht. Die beiden Türme des romanischen Domes haben dem Feuer getrotzt. Auch das Königsportal bleibt unbeschädigt. Es wurde nötig, die Kirche von den Fundamenten auf wiederherzustellen. So der Chronist. Der Name des Mannes, der diese Aufgabe übernehmen wird, ist nicht überliefert. Aber er handelt schnell. Das Konzept, das er dem Kapitelherrn vorstellt, basiert auf den stehen gebliebenen Bauteilen der alten Kathedrale. Verwertet sie, nutzt sie. Das garantiert einen raschen Aufbau. Aber das Wichtigste ist, die Kathedrale kann auch während der Bauzeit weiter genutzt werden. Chartres ist eine Pilgerstätte. Tausende kommen, die Tunika Marias zu sehen, essen, trinken und spenden. Das Kerngeschäft der Stadt muss unbedingt weitergehen. Eine geniale Synthese zwischen alt und neu. Wenn man so will, ist die große Kathedrale von Chartres kein Neu-, sondern ein Erweiterungsbau, der aus einem dreischiffigen romanischen Dom eine fünfschiffige gotische Kathedrale macht. Und die Geschichte von der Zerstörung bis auf die Grundmauern ist nichts anderes als ein, heute würde man sagen, ein PR-Coup. Im Jahr 1194 verwüstete ein Brand Teile der Kathedrale von Chartres.
Aber es wurde nicht alles zerstört. Es war der Klerus, die Geistlichen, die ein Interesse daran hatten, das Ereignis zu einer Art Apokalypse zu machen. Sie wollten schnell mit dem Wiederaufbau beginnen, vor allem den großen Altarraum rasch wieder aufbauen. Die Reliquie konnte gerettet werden, das war das Wichtigste. Und dass es diese Reliquie gab, war der Grund dafür, dass die Kathedrale wieder aufgebaut wurde. Die Schöpfer von Chartres haben nicht bei den Grundmauern beginnen müssen. Über 60% der Baumasse war bereits vorhanden. Und dennoch, auch Chartres ist ein Generationenbau. Ein Menschenleben reicht nicht aus, eine Kathedrale zu errichten. Und auch nach ihrer Fertigstellung bleiben die Großkirchen ewige Baustellen. Vieles ist bis heute offen. Inwieweit reichte der Einfluss des Baumeisters? Kümmerte er sich um jedes Detail oder lässt er seinen Fachleuten viel Freiraum? Ist er ein Diktator oder eher Erster untergleichen? Die Baustellen mittelalterlicher Monumente zeigen Züge moderner Arbeitsteilung, fast industrieller Arbeitsabläufe. Die Portale der Kathedrale von Chartres sind Beispiele für die hohe Kunst der gotischen Bildhauerei. Hunderte von Skulpteuren arbeiteten über Generationen am Bilderschmuck der Kathedrale. Und doch wirken die Figuren und figürlichen Darstellungen wie aus einem Guss. In einem Zeitalter, in dem die Mehrheit der Menschen nicht lesen und schreiben kann, ersetzt der Bilderschmuck das Buch. Es ist die in Stein gehauene Bibel, die von den Portalen Chartres zu den Besuchern blickt. Wie viele Figuren es wirklich sind, weiß wohl niemand ganz genau. Denn viele verbergen sich unzugänglich in dem Gebirge aus Stein. Glasmalereien hinzugenommen, sollen es mehr als 8000 sein. Das 12. Jahrhundert steht unter dem antiken Stichwort Gnotis Auton, lerne dich selbst kennen. Deine Motive beim Handeln, die Sünde wird neu definiert. Ergründe dich, wer du bist. Es kommen porträtartige Gesichtsdarstellungen auf. Und in diesem Sinne hat dann die Plastik einen interessanten und bemerkenswerten Stellenwert. Der Mensch kann sich ja nicht selber von allen Seiten begucken. Ich kann mir nicht auf den Rücken gucken. Also der Mensch kann, wenn er eine Figur schafft, um sich herum gehen. Und sich von allen Seiten begucken. Also es ist eine neue Dimension von Selbstbewusstheit, von Selbstwerdung. 1217. Zwei Jahrzehnte harter Arbeit liegen hinter dem Architekten der Kathedrale. Im Mittelalter ein halbes Menschenleben. Zwei Jahrzehnte disziplinierter Organisationsarbeit für den Dombaumeister und seine Bauhütte. Nach nur 20 Jahren Bauzeit steht der Chor mit den Haupt- und Seitenschiffen. Damit wird den Erbauern von Chartres ein im Kathedralenbau einzigartiges Privileg zuteil. Sie gehören zu den ganz, ganz wenigen ihrer Zunft, die fast die Vollendung ihres Werkes erleben dürfen. Das Lichtfeuer der großen Westrosette an einem späten Sommerabend. Kunsthistoriker spötteln, Chartres sei weniger ein Kirchenbauwerk als vielmehr das Gerüst für die vielen Fenster. 176 sind es. Die Summe der Fensterflächen ergibt 6700 Quadratmeter. Das ist nahezu die Größe eines Fußballfeldes. Von allen gotischen Kathedralen hat Chartres die meisten Originalfenster. Und so unglaublich es klingen mag, Chartres besitzt sogar eine eigene Farbe, die es nur hier gegeben haben soll. Im südlichen Chorumlauf befindet sich eines der wenigen Fensterfragmente in dieser wohl seltensten aller Farben. Inmitten dunkler Blautöne lässt diese Farbe die Madonna in einem magischen, hellen Glanz erstrahlen. Das ist Chartres Blau. Ein
einer der ganz wenigen, der aus der Anonymität der mittelalterlichen Meister hervortritt, der Glasermeister Clemens von Chartres. Seine Signatur findet sich auch in den Fenstern der Kathedralen von Rouen, Bourges, Paris und Sens. Fortschritte in der Chemie und die Technik, kleine Glasscheiben mittels Bleiruten zu verbinden und zu kitten, waren die Grundvoraussetzungen für die Schaffung von Bildfenstern in bis dahin nie erreichter Größe. Ihre Rezepturen hüteten die mittelalterlichen Glasmeister wie einen großen Schatz. Und die Kunst, Chartres-Blau herzustellen, galt viele Jahrhunderte als verschollen. Doch mittlerweile lüfteten Chemiker Clemens Geheimnis. Hundert Jahre später. Der Glasmeister prüft den Guss in Chartres-Blau. Die Substanz, die Chartres Madonna in diesem einzigartigen Ultramarin leuchten lässt, ist Kobalt. Kobalterze wurden schon im Mittelalter zum Färben von Keramik und Glas verwendet. Eine sehr kostbare und seltene Zutat. Auch heute noch hat die Herstellung wertvollen farbigen Glases etwas Archaisches. Die Zeit scheint in diesem Handwerk stillgestanden zu sein. Doch gegenüber ihren mittelalterlichen Kollegen haben die Glasmacher heute eines der ganz großen Probleme der Herstellung gelöst. Heutzutage ist es möglich, auch große Flächen glühenden Glases so abkühlen zu lassen, dass sie nicht reißen. Ein perfekter Guss. Ganz langsam erkaltet das Glas. Aus Rot wird Blau. Das einzigartige Blau, der Glaskünstler aus Chartres. War es dem Baumeister der Kathedrale von Chartres wirklich vergönnt, selbst noch die Fertigstellung der Fenster zu erleben? Einen historischen Beweis gibt es nicht. Aber in Chartres stand der Chor bereits, das liturgische Herzstück der Kirche. Und in ihm wurden wohl auch die ersten Fenster eingesetzt. Der Baumeister ist der Einzige im Bienengewirr der Bauhütte, der im Prinzip die Techniken aller Gewerke kennt. Doch die genauen Rezepturen der Glasmacher und Glasbläser werden auch ihm ein Rätsel gewesen sein. Über das Maß an Freiheit, das der Architekt den einzelnen Künstlern einräumt, gab es keine festen Regeln. Der Dombaumeister ist wie ein Regisseur. Er hat den großen Wurf im Kopf, doch er baut auf das Können seiner Kreativen. Letzten Endes ist das Werk die Summe aller. Echtes, farbiges Fensterglas taucht zum ersten Mal in Persien auf, im 11. Jahrhundert. Drei Generationen später im Abendland. Denkbar wäre, dass Kreuzritter das Wissen um seine Herstellung nach Frankreich brachten. Ohne diese Rezeptur wäre die Gotik ihres stärksten Ausdrucksmittels beraubt. Des Lichtes. Die Wucht der Gotik lässt uns oft vergessen, dass die Kathedrale ein riesiges dreidimensionales Puzzle fast unendlich vieler Einzelteile ist. Zusammengetragen und aufgetürmt von Tausenden von Menschen in vielen Jahrzehnten. Wie sie lebten und wer sie waren, ist längst vergessen. Aber wer aufmerksam durch die heiligen Hallen der mittelalterlichen Kirchen schreitet, kann sie entdecken. Winzige Hinterlassenschaften der Namenlosen. Die Männer, die die Steine schlugen, die heute in den Himmel ragen. Die unverwechselbare Signatur eines einzelnen Steinmetz. In den großen Kathedralen finden sich Tausende dieser sogenannten Steinmetzzeichen. Ewige Unterschriften. Welcher Mensch sie geschlagen hat, können wir heute nicht mehr ergründen. Doch sicherlich werden auch die Großen ihrer Zeit ihre Spuren hinterlassen haben. Auch das persönliche Zeichen dieses jungen Mannes kennen wir nicht. Diese Kombination von Kerben, die den Steinmetz sein ganzes Leben begleitet. Sein Name ist Gerhard und sein Zeichen wird sich in vielen französischen Kathedralen finden.
Auf seiner Gesellenwanderung Anfang des 13. Jahrhunderts war er wahrscheinlich auch in Chartres. Als Meister Gerhard wird sein Name mit dem Bau einer der größten Kirchen der Christenheit unlösbar verbunden sein. Sein Steinmetzzeichen ist damit so etwas wie ein Abrechnungsbeleg und eine Herkunftsbezeichnung. Gerhard stammt aus dem Rheinland und noch hat die Gotik seine Heimat nicht erreicht. Den jungen Mann zieht es nach Frankreich, wo noch nie gesehene Monumentalbauten entstehen. Und ganz sicher ziert sein Zeichen auch Quader für den größten Kirchenbau des Königreiches hoch im Norden Frankreichs, die Kathedrale von Amiens. Die Kathedrale von Amiens ist das größte französische Kirchengebäude des Mittelalters. Die Krone der Gotik, die wie ein Sturm über Europa gekommen ist, der nach Frankreich und England nun auch den Rest Europas erreicht hat. Aber immer noch ist Frankreich die Hochburg der Gotik. Und Amiens bricht alle Rekorde. Vom Boden bis zum Schlussstein ist die Kirche mehr als 42 Meter hoch. Eine Wand, die das menschliche Auge nicht mehr mit einem Blick erfassen kann, sondern nur in der Bewegung. Gezwungen zum ehrfurchtsvollen Blick gen Himmel, der höchste Kirchenraum seiner Zeit. Amiens liefert die Inspiration für das Lebenswerk des Mannes, der als Gerhard von Riele berühmt werden sollte. Für den Kölner Dom. Meister Gerhard, der diesen Dom begonnen hatte, muss französische Baukunst sehr gut gekannt haben, weil es gab ja hierzulande nichts Vergleichbares. Und er hat mit Sicherheit Amiens gekannt, er hat sicher auch die Baustelle von Beauvais und er hat die Saint-Chapelle gekannt. Als das kann man einfach bei ihm ablesen. Aber er war eben bedeutend und selbstbewusst genug, nicht zu sagen, hier, wir bauen jetzt das zweite Amiens, sondern er hat seine Vorstellungen eingebracht. Und im Detail unterscheiden sich die beiden Bauten ja ganz deutlich, wobei ich, wenn ich es vereinfacht darstellen muss, dass Amiens von der Spannung gegensätzlicher Formen lebt, während Meister Gerhards Ideal die Harmonie aller Teile ist. Bereits 1225 wird in Köln der Neubau eines Domes geplant. Aber es soll noch 20 Jahre dauern, bis Gerhard den Auftrag seines Lebens bekommt. Zwei Jahrzehnte, in denen er seine Fertigkeiten in allen Gewerken vergrößert. Er vom ausführenden Handwerker zum Planer, zum Organisator, zum Architekten, zum Dombaumeister wird. Gerhard von Riele ist vermutlich Mitte 40, als er von Erzbischof Konrad von Hochstaden zum Rektor Fabricae, zum Dombaumeister, ernannt wird. Eine riesige Herausforderung. Alles, was er hat, ist Pergament, Kohle und die Erfahrung von zwei Jahrzehnten. Hunderte von Pilgern ziehen täglich an seiner Werkstatt vorbei. Für sie, für das Ziel ihrer Pilgerreise, soll er ein größeres und schöneres Kirchengebäude schaffen. Eine Heimstatt, die der Bedeutung der wichtigsten Reliquien des Mittelalters entspricht. Wie soll sie aussehen, diese Kathedrale für die Gebeine der heiligen drei Könige? Eine Kathedrale, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Hinsichtlich ihrer Dimension sind Gerhards Vorgaben klar. Seine Auftraggeber fordern einen Innenraum, der sogar höher sein soll als in Amiens. 5 statt 3 Schiffe mit gewaltigen Türmen. Und Gerhard lässt sich Zeit. 2 Jahre brütet er über den Plänen und Berechnungen. Wie genau dieser Schaffensprozess aussah, wissen wir nicht. Vermutlich fließen in sein Projekt Formen und Prinzipien aller bisherigen gotischen Großbauten ein. Auch die Fehler anderer Baumeister wird Gerhard auf seinen Reisen gesammelt haben. Am Ende steht der Plan. Ein Bauwerk von buchstäblich biblischen Dimensionen. Gerhards Auftraggeber ist das Domkapitel,
sind die Domherren Kölns. Sie haben bis heute das Hausrecht der Kathedrale. Ob und was die Hohen Herren von seinem Aufrissplan verstanden haben, bleibt ihr Geheimnis. Sie stehen vor dem Urmaß der größten Kirche der damaligen Christenheit. Vielleicht weiht Gerhard sie in sein architektonisches Spiel mit der Zahlenmystik ein. Sieben Chorkapellen hat sein Dom. Die Summe aus der 3, der Dreifaltigkeit, und der 4 für die 4 Evangelisten und die 4 Richtungen des Himmels. 12 Türen hat Gerhards Dom, das himmlische Jerusalem 12 Tore. Der Mensch ist von Gott nach Maß, Zahl und Gewicht geschaffen. Wenn ich den Menschen auf den Boden lege und ihm sage, breite die Arme aus, dann kann ich vom Nabel aus einen Kreis um ihn herumschlagen, dann ist er genau in einem Kreis. Das ist der Beweis dafür, der Mensch ist nach Maß, Zahl und Gewicht geschaffen. Der nächste Schritt, das himmlische Jerusalem mit seinen 12 Toren, ist natürlich nach Maß, Zahl und Gewicht geschaffen. Also in Schwarzreihendorf wird genau gezeichnet, wie das himmlische Jerusalem, also mit einem Bandmaß umgeben wird, abgemessen wird. Genau bemessen, so geschaffen. Die nächste Konsequenz, also wenn die Kathedrale das Abbild des himmlischen Jerusalems sein soll, dann muss es natürlich nach Maß, Zahl und Gewicht geschaffen sein. Also muss ich dieser Kathedrale Maße zugrunde legen. Und man kann jede Kleinigkeit, selbst Kapitelle, den Aufriss insgesamt, den kann ich irgendwie in gleichseitige Dreiecke auflösen. Das ist die Idee. Auf diesen Säulen ruht ein Werk aus Stein. 160.000 Tonnen wiegt der Dom und sein Fundament soll ihn in Ewigkeit tragen. Das ist das Konzept Gerhards. Der Querschnitt durch eine der Fundamentsäulen gibt eine Vorstellung von der Dimension dieser gewaltigen Kirche. Natürlich hatte Gerhard kein Heer von Statikern zur Verfügung, keine computergestützte Berechnung, keine Architekten und Bauplaner. Er hatte nur sich und seine Erfahrungen. Unvorstellbar bei einem Bauprojekt mit einem geschätzten Budget von 7 bis 10 Milliarden Euro wollte man den Kölner Dom heute neu erbauen. Auf einer Fläche von über 12.000 Quadratmetern musste das Erdreich abgetragen werden, um Platz für die gigantische Gründung des Gebäudes zu schaffen. Gerhards Prinzip der Statik und der Traglasten kann man auf den einfachen Satz »wie oben, so unten« reduzieren. Die Basis, auf der der Dom ruht, ist fast genauso schwer wie die Kathedrale selbst. Gerhards tägliche Abstiege auf die Schachtsohle seines Fundamentes sind wie ein Abstieg in die Unterwelt. Um zu begreifen, was für einen Kraftakt die Menschen des 13. Jahrhunderts leisteten, muss man Gerhard in seine Unterwelt folgen, in das feuchte Halbdunkel der Fundamente. Ein Schacht in die Tiefe, bis an den Fuß der gewaltigen Steinsäulen, die das Kathedralengewölbe stützen. Jeder einzelne hat die Größe eines Wohnhauses. Wer hier unten steht, über ihm die Last der Kathedrale, der fragt sich unwillkürlich, warum das alles? Eine Frage, auf die die mittelalterlichen Menschen eine klare Antwort gewusst hätten. Das hier ist ein Abbild des Himmels, ein Haus Gottes und gleichzeitig der Ort, der geheiligt ist durch die, die dem Stern von Bethlehem folgten. Gebaut auch für die Weisen aus dem Morgenland, die dem Kind im Stall von Bethlehem ihre königlichen Gaben brachten und ihm als künftigen König, als Messias, huldigten. Mit ihnen findet die Weihnachtsgeschichte von über 1,5 Milliarden Christen ihren Abschluss, beginnt die Heilsgeschichte. Eine Kathedrale für die heiligen drei Könige. Das ist der Dom.
Dabei ist der Dreikönigsschrein eine Kathedrale für sich, eine Basilika en Miniature, mit einer Bauzeit, die einer großen Kathedrale kaum nachsteht, über 40 Jahre. Mehr als 1000 Edelsteine und Gemmen schmücken ihn. Das bedeutendste Kunstwerk des Mittelalters. Geschaffen von Nikolaus von Verdun. Nur die kostbarsten Materialien hielt man für wert, das Haus der Könige zu schmücken. Eine Kuriosität aus heidnischer Zeit. Kaiserin Agrippina, Mutter Neros und Gründerin Kölns. 6. Januar 1260, der Dreikönigstag, Kölns wichtigstes Fest. Die Plätze und Gassen einer der größten Städte Europas sind voller Menschen. Viele haben monatelange Fußmärsche hinter sich, um heute hier zu sein, den heiligen drei Königen ganz nah. Heiliges Köln von Gottes Gnaden. Neben Jerusalem, Konstantinopel und Rom ist Köln die einzige Stadt, die sich heilig nennen darf. Auch das verdankt sie den heiligen Dreien. Für Gerhard und seine Familie eine der seltenen Gelegenheiten, gemeinsam zu feiern. Fast 10 Jahre lang haben die Kinder den Vater kaum gesehen. Doch jetzt, 12 Jahre nach Grundsteinlegung, kann Gerhard zufrieden sein. Für den raschen Baufortschritt hat ihn das Domkapitel mit einem großen Pachtgrundstück belohnt. Über Jahre ist die Finanzierung der Bauarbeiten gesichert. Gerhard hat Karriere gemacht, gilt in der Zeit der Hochgotik als einer der größten Baukünstler. Er ist Großverdiener, einer der wohlhabendsten Bürger der Stadt. Seinen Mitmenschen wird er ein wenig unheimlich gewesen sein. Sie verstehen kaum etwas von dem, was er tut. Gerhard ist ein Universalgenie, auf der Höhe des naturwissenschaftlichen Wissens. Ein Mann von unglaublicher Vorstellungskraft, der alle Details eines riesigen Bauwerkes in seinem Kopf buchstäblich vor Augen hat. Gerhards Vision seines Domes. 7000 Quadratmeter geschichteter Trachitstein, die größte Kirchenfassade der Welt. Aber wie stellte sich Gerhard wohl das Innere der Kathedrale vor? Ganz sicherlich nicht allein in hellem Steingrau, vielmehr als eine Symphonie der Farben. Denn wie Untersuchungen von Farbpigmenten an Kirchen und Burgen zeigen, war das vermeintlich düstere Mittelalter alles andere als farblos. Wir wissen, dass romanische Kirchen sehr farbig waren. Wir wissen auch, dass Burgen sehr farbig waren. Und gotische Kirchen waren teilweise farbig. Sie waren nicht so farbig wie die romanischen Kirchen, weil in dem Moment, wo man saubere Quader schichtet, da brauchte man keinen Putz mehr, den man sowieso farbig fassen musste. Man hat bestenfalls eine Schlemme aufgebracht. Die Kapitelle, bestimmte Profile, bestimmte Begrünzungen, die Figuren waren farbig, aber die Gesamtarchitektur war sicher nicht farbig. Sie waren teilweise farbig. Längst überragt der Domchor die Gebäude der Stadt, ein Vorgriff späterer Größe. Doch für die meisten Kölner ist die Dombaustelle ein unheimlicher Ort. Das Weltbild der mittelalterlichen Menschen erscheint uns heute naiv. Aber es ist geprägt von einer greifbaren Vorstellung von göttlichen Strafen, von dem ewigen Kampf des Guten gegen das Böse. Die Armen im Geiste galten als selig. Geschichtenerzähler und Spielleute zogen von Stadt zu Stadt. Sie brachten Nachrichten und Legenden aus aller Welt. Das einfache Volk lebte in einer Welt der Magie, glaubte an Teufel und Dämonen. Gerhard hingegen ist ein Mann der Wissenschaft. Größer könnte der Gegensatz nicht sein. Ein seltsames Gerücht macht die Runde. Nichts Neues in der Berufsgeschichte der Baumeister. Das mit dem allzu schnellen Baufortschritt, so raunt man sich zu, könne doch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein.
Auf der einen Seite haben die Mitmenschen diese großen Baumeister sicher sehr bewundert, denn man holte sie ja ganz bewusst auf die großen Baustellen. Aber man ist ihnen sicher auch mit Misstrauen und Neid begegnet. Mit Misstrauen deshalb, weil man mit Hochbegabungen ja schwer umgehen konnte und dahinter oft schon irgendwelche übernatürlichen Kräfte oder gar den Teufel vermutete. Und mit Neid deshalb, weil es ganz eindeutig ist, dass diese großen Baumeister die Großverdiener im Mittelalter waren, jedenfalls in der Handwerkerschaft. Ein Vielfaches von anderen Handwerkern verdienten. Und dazu gehört nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, dass deshalb auch der Neid gewachsen ist. Er ist der Magister Gerardus Lapicida Rector Fabricae, der Meister der Dombauhütte. Und er hat mit den gleichen Alltagsproblemen zu kämpfen wie heutige Bauherren. Auch mit Pfusch am Bau, nur dass der vor 800 Jahren leicht tödliche Folgen haben konnte. In den 60er Jahren des 13. Jahrhunderts ist Gerhard von Riele Mitte 50, genau wissen wir es nicht. Hinter ihm liegen fast 15 Jahre, in denen er das Konzept für die größte aller gotischen Kathedralen entworfen hat. Einen Bau mit einem Volumen von 400.000 Kubikmetern, getragen von einem Fundament nie gekannter Dimension. Und die einzigen Hilfsmittel, die er hatte, sind rechte Winkel, Messseile und Bleilote. An den Baumeistern der frühen Gotik bewundere ich, wie sie mit den wenigen grafischen, rechnerischen, aber auch handwerklichen Mitteln in relativ kurzer Zeit einen Stil entwickeln können, der so überzeugend ist, dass wir ihn noch heute bewundern. Und vor allen Dingen, so, was mich an gotischer Baukunst fasziniert, ist, dass es eine ganz mathematische, berechnende Baukunst ist, die eine höchst emotionale Wirkung hat. Und diese Kombination finde ich sehr bewundernswert. Legenden ranken sich um Gerhards Leben und besonders um einen Tag. Wir schreiben wohl das Jahr 1260, da erklimmt Gerhard wie schon so oft das Hauptgerüst seines Domes. Fast 20 Meter hoch ragen die Chormauern in den Himmel. Mehr als 60 Sprossen muss er hinaufsteigen. Gerhard kann stolz sein. Der Bau schreitet schnell voran. Unheimlich schnell, wie man munkelt in den Gassen Kölns. Ist es allein das Können des Meisters oder sind noch andere Kräfte am Werk, dunkle Kräfte? Viele seiner Mitmenschen fürchten Teufelswerk. Seine Seele hätte er für den Dom verwettet, hört man. Von einem Pakt mit dem Teufel ist die Rede. Und dann passiert das, wovon noch Generationen später sprechen werden. Gerhard stürzt. Ein Unfall oder das Werk des Teufels? Gerhards Todessturz wird zur Legende. Von nun an scheint tatsächlich ein Fluch auf der größten aller Dombaustellen zu liegen. In den nachfolgenden Jahrhunderten sollte es keinem seiner Nachfolger gelingen, Gerhards Werk zu vollenden. 1530 kommen die Bauarbeiten endgültig zum Erliegen. In den kommenden Jahrhunderten verkommt der Dom zu einer Bauruine. Niemand mehr will das Werk des großen Architekten vollenden. Erst 1842, fast sechs Jahrhunderte später, beschließt Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. Die Fertigstellung der Kölner Kathedrale. 40 Jahre später ist das Werk vollendet. Der Dom als Symbol eines deutschen Nationalstaates. Über 150 Meter ragen seine Türme in den Himmel. Damals ist die hohe Domkirche St. Peter und Maria zu Köln eines der höchsten Gebäude der Welt.
Die Größe der Fassade ist bis heute unerreicht. Der Dom ist das Denkmal der Hochgotik. Die vielleicht perfekteste Umsetzung der gotischen Idee. Niemand kann sich der Faszination dieses Raums entziehen. Das himmlische Jerusalem auf Erden. Eine Symphonie in Farben und Licht. Und am Anfang stand ein Architekt, der alles das hier in seinem Geist ersann. Meister Gerhard. Im 19. Jahrhundert wird der Dom zum Symbol der perfekten Synthese zwischen dem Geist der mittelalterlichen Gotik und der Verwendung der modernsten Bautechnik der Zeit. Eine selbsttragende Konstruktion, die Raum schafft für mehr als 10.000 Quadratmeter Fensterfläche. Als Ingenieur wäre Meister Gerhard begeistert gewesen. Als Baumeister ahnt er vielleicht die Verantwortung folgender Generationen für den Erhalt dieses Monumentes. Was er begann, wird niemals vollendet sein. 750 Jahre nach seiner Grundsteinlegung ist der Kölner Dom noch immer eine Baustelle. Eine ewige Baustelle. Vielleicht eher eine Baustelle der Ewigkeit. Er ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Vollendet in der Idee, aber unfertig als Werk der Menschen. Sie sind die Himmel auf Erden. Himmelhochragende Denkmäler des Glaubens, gegründet auf den Gesetzen der Mathematik. Die Giganten der Gotik. Ein Universum,